Sorry, Marc, schön, dass ich wieder mal zu sehen bin. Ja, sehr gerne. Du hast ein Buch mitgebracht. Warum und was ist das? Das ist ein Lexikon mit allen möglichen Begriffen zum Thema Cyberspace. 1994 ist das rausgekommen, genau. Ja. Und ja, ich habe gedacht, wir machen ein Spiel mit diesem Buch. Ja, was denn für eins? Und ich tue einfach eine zufällige Seite auswählen und nachher vielleicht auch du, also dass wir dann abwechseln. Und dann tun wir einen Begriff zufälligerweise treffen, oder? Ich habe jetzt nie drauf geschaut und so, und ich tue jetzt einfach da, sage da drauf, oder? Und jetzt sind wir da bei der Abkürzung DTV. Weißt du, DTV? DTV, weißt du, was das ist? Ist das digitale Telekom-Verordnung oder was? Das ist ja lustig, dass heutzutage ist der Begriff digital total wichtig, oder? Desktop-Video. 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 Also ja, das ist das eigentlich wahrscheinlich irgendwie so Vorgängersachen von YouTube oder so, oder? Ja, das ist einfach LAN. Das heisst immer noch gleich. Local Area Network. Ja, das ist einfach. Das okay. Jetzt, ja, aber das kennen wir ja nicht mehr so. Aber kannst du, wenn du jetzt müsstest einer Sek-Klasse erklären, was ist ein LAN eigentlich? Oder wenn jetzt einer von diesen Schülerinnen und Schülern würde erklären, was würdet ihr sagen, was ein LAN ist? Cyberspace, set free, hello virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set, you're going surfing on the internet. Ich würde wahrscheinlich nur den Begriff WLAN kennen. Ja. Und dort, ich würde mir sagen, oder sie könnten, dass es lokal, also in der Gruppe, wo sie jetzt drin sind, ihr Netzwerk würdet haben. Und meistens mit so grauen Kabeln, die Computer verknüpft waren. Was auch nicht mehr so verbreitet ist, was noch vor etwa 5 Jahren verbreitet war, sind die LAN-Partys, oder? Das war auch ein Begriff, den alle dann gekannt haben. Es kam auch in den Medien, gekommen, dann irgendwie so LAN-Partys, wo man so zeigt, eine Turnhalle und alle sind gekommen mit ihren grossen... Aber das ist auch... Gibt es das noch, LAN-Partys eigentlich, oder so? Ja. Möchtet ihr sie wiederhaben, die gute alte Zeit von Doom, Quake und Wolfenstein? Oh mein Gott! Kommt mit uns auf die Dreamhack! Dreamhack? Aber Andy, was ist denn die Dreamhack? Die Dreamhack ist ein 3-tägiges Gaming-Festival mit Deutschlands größter LAN-Party und E-Sport-Turnieren. Und wir werden live für euch dabei sein und zocken, bis uns die Hände bluten. Ja. Dann würden wir vorschlagen. Oh, das ist ein schöner Begriff. Jackies. Weiß ich nicht. Was? Wie? Jackies. Jaggies, wie schreibt sich das? Ja, J-A-G-G-I-E-S. Jaggies? Ja. Keine Ahnung. Das ist spannend. Was ist das? So where the heck do Jaggies come from? Well, the images on your computer screen are made up of tiny squares called pixels. But then what happens if you try to draw a diagonal line? That's where the squares end up corner to corner and you end up with that staircase effect that looks quite unappealing. Das sind so die Grautöne an der Schrift, dass man das sieht. Das sind Stege bei den Schriften, ja. Oder? Und das Anti-Aliasing ist, dass dann quasi das unscharf gemacht wird. Mhm. Ist es richtig gesagt? Anti-Aliasing, ja. Oder so? Anti-Aliasing. Das heisst jetzt da Jaggies, wie hat das auf Deutsch geheißen? Wie hat man dem gesagt? Also, der Newton. Was, den hat jetzt nicht jemand nicht erkannt? Was sind denn das für Leute da? Der Newton, der ist ja wirklich... Genau, der Newton, den wir auch als Original drin hatten. Der erste Personal Digital Assistant, PDA, oder? Ist das irgendwie... Genau. Ja. Also, erste. Ups. Das hat schon vorher, glaube ich, so. Da drin, als Original, der Newton. What is Newton? Newton is digital. Newton is personal. Newton is magic. Newton is as powerful as a computer. Newton is as simple as a piece of paper. Und was an dem schon eben cool war, ist, dass es so einen Pen hatte, oder? Ja, der Pen, leider haben wir bei dem Modell den Pen nicht mehr, weil der schon der immer schon verloren gegangen ist. Und er hat jetzt schon verloren gegangen. Nee. Du musst halt auf die Referenz. Hi8. Hi8, das ist sicher wieder etwas Technisches im Videobereich. Now, as we've seen, the new Sony Handycam with autofocus and zoom gives you a measurably better picture, far superior sound, twice the recording time. And on Sony video cassettes, your memories are safe. While on VHS-C, they could be fleeting. I rest my case. The Sony Video 8 system. Judge for yourself.
Oh ja, das ist ein schöner Begriff. Der passt ganz gut ins ganze, in den ganzen Bereich hinein. Packet Switching. Ja, das ist auch, aber sehr auf einer technischen Ebene, oder? Also es ist auch wieder etwas, wo würden die Jugendlichen heute, wenn man ihnen das würde erklären, finden, ja, wieso muss ich das wissen, oder? ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es hat mit Netzwerktechnologie zu tun, dass man irgendwie die Pakete kann eben noch jemand anders durchführen, vielleicht. The router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. Ja, das ist nur ein Bild. Da hat es ein paar Begriffe. So. Ja, das ist natürlich Computer Graphics. Okay. Aber, und CompuServe, das ist auch nicht so spannend, das ist einfach historisch. Oh, CompuServe wäre schon noch spannend. Wer von genau. CompuServe war ein erster Einstiegspunkt, glaube ich. Hast du schon mal das CompuServe-Konto gehabt? Nein, ich bin gerade von Anfang an über die Universität ins Internet, ins richtige Internet. Wir haben CompuServe immer so ein bisschen lächerlich gefunden. CompuServe und AOL. Genau. Das ist eigentlich kein Einstiegspunkt. Zuerst war es ja kein Einstiegspunkt ins Internet, sondern ein eigener Online-Service, wo man eigentlich nur CompuServe-Zeugs hatte. Oder? Und dann mit der Zeit sind es ein Provider geworden. Genau. Weil sie gemerkt haben, das mühen auch ins Internet, weil sonst. Get ready to write down a phone number and watch this. CompuServe combines the power of your computer with the convenience of your telephone to bring you hundreds of online services, like a complete set of encyclopedias and the AP Newswire. It helps you decide on investments, bank, make airline reservations, and shop in the electronic mall. It connects you with other computer owners and offers games that pit you against opponents around the country. Also, ich habe jetzt da einfach einen Begriff gesucht, weil ich denke, das ist Cyberpunk. Oh, Cyberpunk. Und dann würde ich von dir die Abgrenzung zu Cyborg und zu Cybernetics und zu Cyberspace und zu Cut and Paste. Nein, einfach also Cyberpunk. Gut. Cybernetics und Cyberpunk ist ein Unterschied, weil Cybernetics einfach ein theoretischer Ansatz ist, wie man die ganzen Netzwerksachen könnte anschauen könnte, Vernetzungsgesellschaft. Das ist ein Gesellschaft. Ja, und das ist ein Begriff, der schon viel, viel länger gibt als eigentlich. Oder? Und Cyberpunk, und so. Das war so eine kulturelle Bewegung von Leuten, die sich vor allem im Netz bewegt haben. Und es gibt dort auch Films rundherum, aber ich muss jetzt gerade überlegen, was Cyberpunk macht. Ich habe das nur noch so grob ja, das ist, also ich finde es so spannend, ich habe genau das Gleiche gesagt. Ich habe mit Cyberpunk auch in so eine Szene beschrieben, ja. Menschen. Aber stimmt, ich habe natürlich vor allem nachher eben die Cyberpunk als Person ich erkannt auch. Und nicht die Filmfiguren. Gut, ja. Vielen Dank, eben so ein Ausblick so in die Vergangenheit, Cyberspace in diesen Orten drinnen.